kommen zurück am Donnerstag um 9 Uhr. Ja, bei uns heißt es alles Posten für die Hofbewertung am Wochenende. Wie sieht es bei den anderen aus? Moin moin. Moin moin. 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 Zeitverschwendung. Völlig überbewertet. Hochbewertung wird leider mittlerweile oben. Hatte ich ja mal gesagt, dann muss man über höhere Preisgelder oder irgendwas anderes nachdenken. Und Bonus, um da mehr Motivation reinzubringen, weil ansonsten ist tatsächlich, lohnt sich das nicht. Strafzahlung für ungewaschene Fahrzeuge. Oha. Wenn man da, ja, ich sag mal, 75, 100.000. Das lassen wir alles auf den Felder stehen. Ja, wir lassen das so diesmal. Unser Hof ist ja auch so nicht schlecht. Sind die an die Arbeit? Der ist hin schmutzig. Was muss es noch geben? Ich hab jetzt den Helfer wieder aktiv am Drescher, ne? Ja, kannst du machen. Mach Vorgewände für Ansehen. Oh, dann ist das Feld mit Helfer. Ich komme auch gleich mit der Ansehmaschine da an. Ich bin mit Helfer beschäftigt. Weizen direkt in. Einmal Geschwindigkeit. Oh, rein. Weizen müssen Geschwindigkeit nach 5, ja, bitte. Ja, okay. Danke. Eigentlich alles Weizen, den wir da runterholen. Ja. Wieso sind die Preise über so? Die sind noch gut. Nee, sind über scheiße. Und wann war's, ne? Mehl. Mischfutter. Mischfutter. Ich glaube, ich nehme bei hier. Orga. Was war noch? Okay. Ja, Malz ist auch nicht. Jetzt könnte langsam mal die Brücke runtergehen. Dauert noch ein bisschen. Ja, 7:25. Aber wir haben schon ganz gute Einnahmen zu verzeichnen am heutigen Tag. Millionen schon voll? Nee, nicht ganz. Das trifft sich ja gut, Dani. Dann kommt gleich eine Rechnung. Schnatz. Aber wir kriegen ja noch 10 mal Bretter und. Genau. Und 50 Bretter, ne? Die warten nur darauf, dass die Brücke runtergeht. Gestern haben wir jetzt hier drauf erklärt. Ja. Denn wir kriegen mit Bretter und Dünger wie gut sind's? 110.000. Ha, muss ich wieder bezahlen? Jo. Jo. Der Finanzminister. Aber erst nach Lieferung. Spät. Weil ihr seid in der Vorkasse. Ja, wir sind ja auch liquide. Ich bezahle immer auf Fein. Bei der nächsten Produktion müssten wir 30% zahlen, ne? 30% für jedes Team. Ja. Ja. Oder wir gehen was abbrechen. Das wird das viele. Ich bin an der, also ich komme dir entgegen jetzt, ne? Wendest du da gleich? Ja,
Ich mach diese Aussperrung. Mhm. War ich gerade durch oder wie? Ja, gehst du gleich durch. Interesse am Malz? Nee, wahrscheinlich nicht zu den Kursen, die du gerne haben möchtest. Nix. Oh Gott, ah, ein bisschen wenig. Ein bisschen mehr geht. Ja. Das setzt mal noch nicht an. Da musst du eher bei Holger nachfragen. Ich glaube, der kauft das immer ein, oder? Nicht mehr. Was mache ich? Du schon mal hinstellen. Malz. Ja, das kannst du vielleicht machen. Ein, ja. Drei Stück hinstellen oder vier. Je nachdem, wie weit man jetzt heute noch kommt. Ich möchte gerne was verkaufen. Weil bis die Brücke unten ist, kann ich das ja noch machen. Ja, denn, aber danach holst du einen Drescher, dass wir das für dich kriegen. Ja. Weil lieber machen wir das, das eine für den Leer, als dass wir mitten drin aufhören müssen beim anderen. EK. Haben wir noch genug dann, Danny? Bald? Ja. Ansonsten, wir kaufen ja jetzt aktuell kein Milch mehr ein. Also okay, haben wir jetzt ja auch ein bisschen Einkaufsbudget wieder verfügbar. Also an der Brauerei zahlt man weniger als wie das, was man bekommt. Ja. 1,6 bezahlt es an der Brauerei. Machst du den Drescher leer? Danke. Ja. Sehr schön. Wo steht der RGW oder? Ja, der Träger mit dem Hänger müsste noch irgendwo oben stehen. Ja, Schirm. Rock, schöne Neuanschaffung, oder? Ja. Da hört man immer eine Neuanschaffung. Ja gut, wir hatten nicht so ein Startkapital von übertrieben viel Geld. Weil das runter wird, aber nicht schaffen. Ja? Also so übertrieben war unseres jetzt auch nicht. Nee, wir haben auch schon, wir haben doch schon eine Menge verkauft. Oh, meine so voll. Da halt vier Mann schaffst du auch was, ne? Ja. An dem liegt es nämlich eher. Ja klar. Ja, ohne das Stadtkapital hätte keiner am Anfang Dünger kaufen können von uns. Stimmt. Was ist Dünger? Außer Dünger und uns. Und wenn du dann die Preise von den Feldern in der Mitte anguckst. Übernimmst du den hier, Gerd? Kannst den hier erstmal übernehmen. Ja, kann ich machen. Mach mal kurz los hier. Jetzt bist du weiter. Okay, ja, ich zappe rund. Jo. Okay. Wenn du rausgehst. Ich bin raus. Hawk, Zeit. Jo. Zeit, folge schon wieder rum, oder? Nein, Brücke.
Brücke, damit sagen. Die Sachen ausgeliefert werden. Gute Zeit. Hey, da ist noch einer rüber. Moin. Moin. Boah, steht denn hier alles? Hilfe. Gehen Sie schon parat. Sind eigentlich eine eigene Lieferung gefahren oder was? Ja. Ja. Oh, das ist nicht schlimm, wenn du auch zum Großhandel willst. Naja, ich weiß, bist du früher mit Bier da so Mist. Was? Bist du früher mit Bier da so Mist? Ja klar, 2,6. Ja, ich hab schon gesehen, das will mich auch gleich da. Google ist nicht rennen. Ja. Ich bin schon dort. Ich bin das gar nicht. Ich muss er nur noch rechtzeitig auch reinfahren, ohne dass ich ihn noch zur Seite drücken kann. Genau. Nee, ich bin schon drin. Schade. Und dann schiebt ihr gleich eine Ladung raus. Nee, denn wenn ihr sie reinpackt, krieg ich das Geld. Schade. Man kann hier rum abkürzen. Dann müssen wir hier Labyrinth fahren, bitte hier. Aber das ist keine Punktlandung, Holger, hier. Schade. Hätte ich es riskiert. Die hat es jetzt geknallt, oder was? Nee, nicht. Das fehlte 2 Meter vielleicht. Oder 5, ich weiß. Ohne Rücksicht auf Verluste. Ja, das ist wie die Hyäne auf Stücke Fleisch, weißt du? Ja, das ist. Oder Rentner aktuell am Toilettenregal. Da im Brennraum. Ich hätte besser rückwärts reinstoppen können. Ich weiß nicht, ob alle Paletten genommen werden. Wobei, Thomas, ich ziehe die Aussage zurück. Allgemein, Leute haben Toilettenpapier egal. Im Moment ja. Geht das gut? Ja, also bei meiner Uhr Geld, meine Geldwohl rennt. Meine noch mal schneller. Oh. Mal schauen, wir sehen ja gleich. Eigentlich müssten wir beide genau gleich viel haben, ne? Also es war sehr lustig letzte Woche, wo Jenny einkaufen war. Bist du weit genug drin, Trigger hinten? Da hat nee, ich muss gleich nochmal einladen und wieder vorfahren. Da hat sie Gemüse gekauft und da hat die Tussi an der Kasse zu ihr gesagt, ja, wie sie kaufen frisches Zeug ein. Sie wissen schon, dass das so alles zugemacht wird. Ja, das war auch nur ganz wenig bisher. Ich muss doch nochmal vorfahren. Mir wird auch nichts angezeigt. Meine Geld habe ich gekriegt, aber mir wird keine Summe angezeigt. Kriege ich jetzt noch mehr? Bei mir ist Einzelverkäufe drin. Hat's dir was angezeigt, Jürgen? Nee. Nein. Aber in der Übersicht siehst du doch deine Verkäufe oder hast du schon mehr? Nur Übersicht bei mir. Den 1,1 Millionen. So, das war schon ein bisschen mehr. Fahr doch gleich komplett auf der Straße. Auf beide Spuren am besten. Ja, oh, überall wird abgeladen. Wieso stehen da mehr plus? Das ist ja auch lustig, ne? Oh, du Scheiße. Plus 257.000 für Kosten Kraftstoff. Der verkauft Sprit. Der eine am Ernte stehen. Oh, ein Schlingel kauft bei uns. Das wird einer vor Hintergrund. Ich kaufe immer eine Tanke. Günstiger. Oh, du Scheiße. Wie viel hast du jetzt gekriegt für die Ladung? Kann ich auch nicht definieren, weil leider in ungefähr 3-4 Teilen. Aber es kommt schon hin, also 500.000. Also Kontostand kommt schon hin, na, über 500.000 muss es geben. Wenn du für 2,5 verkaufst, kriegst du 500.000. Ja. Ja, 40 Paletten. Treffen wir uns gleich noch wieder zur Bierkiste, oder? Ne, keine Zeit. Okay. Soll erfüllt. Alle am Arbeiten und die treffen sich da auf dem Bier. Ja. Schnell wieder die wissen die Prioritäten zu setzen. Ja, ja. Wollten halt beide nicht sehen, dass die Preise fallen, ne, bevor man selber verkauft. Na gut, das geht nachher um 50.000 vielleicht oder 20.000. Nachher wahrscheinlich nicht kriegsentscheidend, aber es macht es doch auch immer wieder spannend und lustig, solche Geschichten. Ja. Gehört halt dazu. Ja, 265 hat man noch, also 2605 waren es ja. Hat man noch nicht. Ja. Thomas? Das Preis. Ja. Hattest du die Brückengebühr bezahlt? Was?
glaube 2560 oder 80, das gab es schon mal bei McDonalds. Was ist Thomas gewesen? Brückengebühr. 1000 Euro Brückengebühr, wenn du bei einem Team auf die Insel fährst. Dann überweis mal jedem Team 10.000 und wir sind halt Schütz vor Strafe nicht. Geil. Hat Jenny das nicht gesagt? Das nee. Nicht auf dem Zettel, doch. Ah, ja, das ist also. Das ist ärgerlich. Dann kriegt jeder 10.000. Was? Und der Benjamin hätte es ja auch noch erwähnen können, theoretisch, oder? Ja. Er wusste es, aber hat es auch nicht gewusst, dass er es nicht gewusst hat. Aber ich sag, und ja, woher soll ich wusste ja nicht, dass er rüberfährt. Das kommt auch noch dazu. Oder so, ja. Das gibt Ärger zu Hause, Thomas. Oh. Das wird auf der Bank schlafen. Einfach mal 30.000 weg. Ich muss das auch schon mal bezahlen. Nur weil ich irgendwie falsch gefahren bin. Wollte dann nicht mal hin. Aber die Strafe ist doch nur an den, wo ich hätte die Tausenden überweisen. Nee, an. Nein, an alle. An alle. An alle. Oh gut. Alle außer Bauhof. Achso ja. Ne? Bauhof kriegt nichts mehr. Weiter weg. Ne, ich wollte hier gerade die Palette. Ach, Biber. Ein bisschen voller im Süden, das lohnt nicht. Dafür fahre ich, glaube ich, nicht. Also ich habe welches verkauft, aber eben nur, weil es bei uns war. Ja, normalerweise ist es zu wenig. Genau, sonst wäre ich auch gefahren, aber... Also bei uns wäre es aus. Aber bei uns ist steigen, vielleicht steigt es ja noch ein bisschen mehr. Fahr du mit deinem weiter. Jetzt habe ich eine volle Tasse Kaffee noch dastehen, wie schon. Ja, mein Thermobecher mit Kaffee ist auch noch halb voll. Naja, Thermobecher nicht, aber es ist lauwarm. Magenfreundlich. Ja, ja. Auch. Sehr genau. Man soll nicht zu heiß trinken, ist ungesund. Ne? Das ist egal, es macht wach. Kalter Kaffee war aller am besten. Und hält wach. Was lauert? Hast du den Drescher leer oder? Nö, ich kann noch einen verkaufen. Ich danach erst. Ja, Michael, jetzt wollt ihr extra dahin fahren. Das reicht bis oben. Ja, bis oben. Deswegen hätte ich jetzt unten auf dem Bunker. Das wird jetzt interessant. Oh ja, das könnte jetzt lustig werden. Drei Lektionen für den Lehrer auch noch. Dann speichert es gleich. Mittlerweile wir können jetzt immer die Welle speichern auslösen. Keine Idee. Man müsste aber erst gucken, wenn es auf der Brücke ist. Das war böse. Gut, dass die Brücken gerade sind und keine Kurven, ne? Ja, wenn es gerade. Gerade ist, mag das noch gehen, aber wenn du wirklich mit Kurven fährst, das fliegt ja sonst wohin. Kommt immer noch deswegen kannst du mal zusehen, wie sie ins Meer fliegen.
Und tschüss. Müsste man theoretisch mal in die Safe Game reingucken, wie viele Paletten schon eine etwas niedrige Höhenposition haben. Ich hoffe, dass wir noch keine verloren haben. Ich würde sagen, wir haben auch keine verloren bisher. Also alles, was da speichern nicht verabschiedet hat, ist irgendwie wiedergekommen. Wenn man es verkauft hat. Ach, kann man das in der, im Safe Game sehen, wo sich Objekte wie Ballen und sowas, Paletten befinden? Ja. Ja klar, die haben eine Position und die mittelste ist die Höhe, ne? Bei den drei Zahlen, oder? War doch so. Und die Zahl in der Mitte ist die Höhe. Und, in, und sobald sie anfängt, in den Millionenbereich zu gehen, kann man davon ausgehen, dass das ziemlich weit unterhalb der Spielfläche ist. Und dann, dann kann man das doch bestimmt auch ändern, ne? Dann kann man es wieder auf normalem Niveau machen und dann spawnen sie wieder irgendwo bei einem, ja. Ja. Ich habe neun Baumwollballen, die unterhalb der Karte liegen. Oh, das würde sich ja lohnen sogar, ne? Machst du einfach auf einen positiven Wert und sobald du das Spiel startest, fallen die dann wieder auf den Boden. Wenn sie oberhalb vom Boden sind. Das Blöde ist, ich habe ja den Mod drauf, dass ich auf der Karte sehen kann, wo Ballen sind. Da ja. Kann ich die sehen, ich komme aber nicht mehr ran. Nicht mal mit Autoload. Dann gehst du in die Items und dann suchst du die Ballen und dann. Und sie werden schneller. Da muss ich dann ja mal nachgucken. Und die Höhe 100 ist die Spielflächenhöhe. Ja, also alles immer bei 100 wird hinhauen. Aber dann ne, minus 1000 XY. Aber ich kann auch über 100 gehen, ne? Dann fallen sie halt auf 100 nachher runter, wenn ich das Spiel starte. Ne? Okay. Jens, machst du die letzte Reihe? Moment, das schreibe ich, das muss ich mir mal aufschreiben. Ja, hab ich gesehen. Ich weiß, was Benny Moin macht. Warte nur noch auf Thomas sein 10.000. Ja, kommst halt entgegen, das muss er fertig kriegen noch in der Folge. Ja. Wenn du aus dem Item-Eintrag den kopierst, nochmal unten drunter schreibst, eine neue Nummer gibst, hast du zwei Ballen. Ey, ich bin froh, wenn die neuen da Ballen wieder da sind. Und immerhin 180.000 Liter. Ja. Wolle, ja. Ist ganz uninteressant. So, ich mach mal den Drescher leer, wa? Ja, gerne. So, gut. Da muss ich da mal nachgucken. Ach, der Anhänger ist auch voll, sehr schön. Deswegen wird der Dreck nicht wieder gemacht. Das wird ja knapp heute. Das ist ein Bild für die Wette. Aber Kontostand ist gut, ne, Gerd? Das sagt der Finanzminister. Was sagst du? Was sagst du zum Kontostand? Was steht von? Mach ich es sagen. Gut, ne? Ja, ist sehr gut. Was steht als erste Zahl? Noch eine 1. Dann eine 4. Gut, kann zwei davor. 148.000. Dafür, dass wir heute noch kein Geld hatten vorher. Ja. Jetzt wird's eher lustig. Danke, Thomas. Danke. Hört gar nicht auf, ne? Habt ihr Geld verdient heute? War ja schon 3 Millionen auf dem Konto, oder? Müssen wir mal gucken. Nee, erst 2. Und schon schuldenfrei? Nee. Hier? Wer fährt zur Welt? Nee, aber ich glaube, wir hatten nicht so viel Schulden wie ihr. Ich die 3 Millionen. Thomas, kam das gerade von dir? Ja. Ja. Kriegen nur die Teams? Ja, deswegen frage ich gerade so blöd, deswegen kriegt das zurück. Ich glaube schon fast wieder Zeit, oder? Ja, wir kommen gleich wieder zum Ende. Hawk, bleib mal genau so stehen. Mit Verkauf hier bei uns. Kriegen wir immer was ab. Jens? 4%. Ja? Achso. Nee, 1000. 1000 haben wir ja schon gekriegt. Vielleicht produziere ich irgendwas vor der Brücke, dass du nicht wieder zurückkommst. Uns gehört nämlich die ganze Insel.
Ja, das Land der ganzen Insel. Das ja. Hast du es auch gekauft? Oder ja, klar, wusste ich doch von Fischer. Ja. Micha, gut, dass das in der Aufnahme ist. Das war das Hinterhändler. Ach, das, das ist doch ein Abschlussbild, oder? Ja. Wenn sich Micha schon wieder freut, ne? Das sieht schon wieder die blaue Pille. Die roten. Die blauen. Thomas, du siehst es gleich in der WhatsApp-Gruppe. Ja, da. Sieht einfach top aus. War, dass man so wenig Zeit hat zum Gucken. Die großen oder kleinen? Oder noch verkaufen, naja. Nein. Dass die Reifweise nochmal steigt, irgendwie nichts passt. Hat was. Zeit. Zeitcheck. Ja, mach doch. Ich hab's nicht eigentlich. Na, wollen wir so stehen bleiben bis nächste Woche. Ja, kannst du Helfer einstellen, Gerhard. Ah. Oder die verlieren das ist auch ein gutes Bild für den Anfang. Das sieht echt gut aus. Nennt man sowas nicht auf Förderband? So einen Helfer noch einstellen. Also gut, ich lasse stehen. Helfer ist ein. Aber du weißt ja, Hawk, das gibt noch eine Steigerung. Ja, da fehlt noch einer. Das sieht echt cool aus. Mach dir Schönes. Und dir ein Foto. Ich hab's ins WhatsApp-Pro weggestellt. Ja, das sieht klasse aus. Schönes Bild. Muss ich nochmal erklären, was ihr da gebastelt habt. Förderband über Glas. Ein etwas teureres Glasförderband, sozusagen. Sehr teuer. Wo ist das aufgebaut? Wie kann man das betrachten? Nördliche Seite von der 68. Rechne mal aus, was ein Meter kostet. Man muss jetzt 5, 6 Stück nebeneinander nehmen. Oder nördliche Seite von 68. Ja, da wo wir alle stehen. Ja. Ach, die können die Fahrzeuge nicht. Am besten ist bei der Strohhalle oder so spawnen. Ja. Haben wir schon alle Feierabend gemacht oder was? Folge also auch? Strohhalle sieht man es am besten. Folge Jürgen Feierabend oder? Ja, ich bin nur gerade den Dreischen am Abbunkern. So, machen wir mal, wo die da fabriziert wird. Ein fliegender Westfale. Oh, ja, alles aber Born, so hoch kommt sein Schalke nicht in der Tabelle. Das muss jetzt nochmal sein zum Feierabend. Oh. Das musst du zurück hören auf den, deinen Stream. Der Micha hat ja Ideen. Oh, what the fuck? Ich kann nicht den Zauber, weil ich schnell rennen kann, das nervt doch. Was haben wir denn um Gonzo? Ah, der Speedplayer fehlt irgendwie. So bunkert man heute über. Ja, auch ein Bauhof kann mal kreativ sein. Ja, da also Langeweile im Bauhof scheinbar. So, dann würde ich sagen, das als Abschlussbild. Wir sehen uns dann am Samstag wieder zu. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao.